Tägliche Horrorgeschichten zum Einschlafen sind zurück. Ab jetzt gibt es jede Nacht um 0 Uhr eine neue Story auf Spotify, Apple Music oder Amazon Music. Bitte klicke auf den ersten Link in der Beschreibung, folge und streame uns dort, denn da supportest du uns am meisten. Und jetzt viel Spaß. Der Tag, an dem meine Zwillingsschwester Janine starb, war der schlimmste in meinem Leben. Für mich fühlte es sich so an, als hätte man meine Seele in zwei gerissen. Den Schmerz zu beschreiben, den ich empfand, wäre sinnlos. Worte können nicht beschreiben, was ich fühlte. Von einem Jungen denkt man vielleicht nochmal, dass er nicht eine solch starke Bindung zu seiner Zwillingsschwester aufbaut, wie es vielleicht zwei Mädchen tun würden, aber auf mich traf das nicht zu, ganz und gar nicht. Die Beziehung zwischen Janine und mir hätte enger nicht sein können, wir teilten alles miteinander. Sie kannte jeden einzelnen Gedanken von mir und ich kannte jeden einzelnen Gedanken von ihr. Als Janine mit 18 ihren ersten Freund bekam, war das erstmal sehr schwer für mich zu akzeptieren. Ein anderer Junge, der ihr nahe stand und sie beschützen wollte. Sein Name war Jack und, ich muss ehrlich sein, zunächst nahm ich ihn als eine Art Konkurrenz wahr. Obwohl Janine mir immer wieder sagte, dass niemand jemals meinen Platz, den ich in ihrem Leben hatte, ersetzen konnte, war ich anfangs ziemlich eifersüchtig und ich konnte es nicht ertragen, Janine und Jack zusammen zu sehen. Aber die Dinge sollten sich zum Glück bald ändern. Jack und ich freundeten uns an. Wir verstanden uns extrem gut, waren total auf einer Wellenlänge. Das hatte ich aber zuvor gar nicht erst realisieren können, weil ich Jack überhaupt gar keine Chance gegeben hatte. Bald unternahmen wir sehr viel zu dritt, Jack, Janine und ich. Wir gingen gemeinsam auf Events, auf Partys, sogar zusammen in den Urlaub flogen wir dreimal. Und es hätte eigentlich noch viele weitere Urlaube und schöne gemeinsame Erlebnisse folgen sollen, aber dann starb Janine. Sie wurde tot im Wald gefunden, ermordet. Der oder die Täter hatten Janines Leiche außerdem ziemlich übel zugerichtet. Janine war an diesem Abend bei ihrer besten Freundin Marlise. Der Wald, in dem Janine gefunden wurde, befand sich in unmittelbarer Nähe von dem Haus von Marlises Eltern. Der ganze Fall um Janines Tod war ein wahres Mysterium. Janine und Marlise waren abends noch zusammen in Marlises Zimmer eingeschlafen. Als Marlise dann nachts schließlich wach wurde, stellte sie fest, dass Janine fehlte. Marlise und ihre Eltern suchten im ganzen Haus nach Janine, konnten sie aber nirgendwo finden. Sie riefen erst bei uns an und dann alarmierten wir alle die Polizei. Es dauerte nur wenige Stunden, bis man Janine fand. Und diese Tragödie zerstörte meine ganze Familie. Es zerstörte mein Leben, das meiner Eltern und das von Jack. Und dann war da noch die Ungewissheit. Der Fall konnte nicht aufgeklärt und Janines Mörder konnte nicht gefasst werden. Auch alles Weitere war unklar. Warum hatte Janine das Haus verlassen? Hatte sie im Wald irgendjemanden getroffen? Diese Fragen konnte man im Nachhinein nicht beantworten. Auf Janines Handy konnte man keinerlei Nachrichten finden, die auf irgendetwas hindeuteten. Natürlich wurden in diesem Zusammenhang Marlise und ihre Eltern gründlich untersucht. Es war schon komisch, dass sie überhaupt nichts mitbekommen hatten. Aber es gab weder Hinweise darauf, dass einer von ihnen in Janines Mord involviert gewesen war, noch gab es irgendein Motiv. Und auch meine Eltern und ich wussten, dass Marlise und ihre Eltern nichts damit zu tun hatten. Sie waren seit Jahren Freunde der Familie, sie liebten Janine wie ihre eigene Tochter bzw. wie ihre eigene Schwester. Auf Anraten meiner Eltern ging ich nur wenige Wochen nach Janines Tod zu einer Therapeutin. Sie sollte mir irgendwie helfen, das Ganze zu verarbeiten, um mit dem Verlust klarzukommen. Obwohl ich aber insgeheim wusste, dass dies niemals geschehen würde. Meine Therapeutin war aber nicht irgendjemand, sondern tatsächlich Marlises Mutter Kerstin. Zuerst war ich dagegen, dass ich zu jemandem ging, den ich persönlich kannte, aber Kerstin hatte einen ungemein guten Ruf. Sie hatte mehrere Bestseller veröffentlicht und schon mehrere Auszeichnungen gewonnen. Viele Menschen sprachen in ihren Bewertungen darüber, wie sie es mit Kerstin erfolgreich geschafft hatten, über verschiedene Krisen hinwegzukommen. Zu diesen Krisen zählte unter anderem auch der Verlust eines nahestehenden Menschen. Also startete ich einen Versuch. Ich ging zu Kerstins Therapiesitzung
Natürlich war die Trauer nicht einfach so weggeblasen, aber ich lernte tatsächlich, mit dem Tod von Janine besser umzugehen und auch in dieser Situation noch dankbar für das Leben sein zu können. Es war fast schon erschreckend, wie gut das Ganze wirkte, und zwar so ganz ohne Medikamente. Kerstin arbeitete vor allem sehr viel mit Hypnose. Zuerst war es schwer für mich, mich darauf einzulassen, aber je öfter ich zu Kerstin ging, desto mehr schaffte ich es loszulassen. Nachdem man nun ohne Zweifel feststellen konnte, dass die Therapie bei mir gut funktionierte, konnte ich auch Jack überreden, zu Kerstin zu gehen. Jack stand immer noch in sehr engem Kontakt zu mir. Noch stärker als jemals zuvor. Er besuchte mich und meine Familie regelmäßig. Gemeinsam gaben wir uns gegenseitig Kraft in dieser schlimmen Zeit. Und auch bei Jack funktionierte die Therapie sehr gut. »Was für eine unfassbare Frau«, sagte er immer wieder, als er von den Sitzungen kam. In manchen Momenten hatte ich sogar das Gefühl, dass Jack richtig glücklich war. Ihm half die Therapie sogar noch mehr als mir. Ein halbes Jahr verging, 6 Monate, in denen Jack und ich jede Woche 2-mal zu Kerstin gingen. Meine Eltern gingen mittlerweile ebenfalls zu ihr, und es war wirklich absolut unfassbar, was in diesen 6 Monaten alles passiert war. Es war in keiner Weise übertrieben, wenn ich sage, dass meine Eltern, Jack und ich, wieder zu unserem Lebensglück gefunden hatten. Wir waren wieder voll in unserer Kraft und trauerten nicht mehr. Das war etwas, was ich niemals für möglich gehalten hatte, aber es war eine Wahrheit, die ich jetzt miterleben durfte. Jack und ich waren mittlerweile beste Freunde. Die Zeit hatte uns noch weiter zusammengeschweißt. Und so entschieden wir beide spontan, in den Urlaub nach Portugal zu fliegen. Wir wollten unseren Urlaub dort in einer idyllischen Kleinstadt verbringen. Sehr viel Natur, optimal zum Wandern. Die Stadt schmackhaft hatte uns übrigens Malise gemacht. Malise war schon selbst in dieser Kleinstadt im Urlaub gewesen und sie hatte sogar eine super Hotelempfehlung für uns. Das Kreicher Hotel, ein deutsches Hotel, extra für deutsche Touristen. Malises Eltern kannten die Besitzer des Hotels und Malise konnte uns daher einen fetten Rabatt organisieren. Da mussten Jack und ich natürlich sofort zuschlagen. Wir buchten alles und dann ging es Ende August auch schon nach Portugal. Wir freuten uns auf einen gechillten Urlaub, währenddem wir einfach mal so richtig die Seele baumeln lassen würden. Jack und ich kamen um 6:15 am nächstgelegenen Flughafen an und 2 Stunden später erreichten wir das Hotel. Dieses befand sich etwas abseits vom Zentrum der Stadt. Doch Google Maps sei Dank hatten wir trotzdem keine Probleme, es zu finden. Das Hotel war ziemlich klein und jetzt auch nicht besonders schön, aber es hatte einen Vibe, wie Jack immer so schön sagte. Ich wusste nicht, ob Jack das immer positiv meinte, wenn er das sagte, oder ob man diese Worte auch negativ verstehen konnte. Ich jedenfalls musste ehrlich gestehen, dass ich mich gleich unwohl fühlte, als Jack unser Hotel betrat. Alles war ziemlich eng. Nach dem Empfang konnte man entweder auf der rechten Seite die Treppen hochgehen oder man konnte geradeaus den schmalen Gang weitergehen. Dieser führte zum Aufzug, zum Frühstücksraum und zu den Räumen, die nur das Personal betreten durfte. Am Empfang begrüßte uns ein junges Mädchen, sie war gerade mal in unserem Alter. Die Erscheinung des Mädchens machte schon sehr viel aus, sie lächelte nicht und verzog keine Miene. Ein stumpfes und emotionsloses »Hallo« brach sie nur hervor. Aber Jack regelte zum Glück alles Weitere. Er checkte für uns beide ein und redete mit dem Mädchen. Diese musterte ich währenddessen eingehend. Braune Haare, kastanienbraune Augen, komplett in Schwarz gekleidet. Mal völlig abgesehen von ihrer distanzierten und emotionslosen Art, war sie ziemlich hübsch. Ja, sie war sehr, sehr hübsch sogar. Trotzdem spürte ich überhaupt keine Anziehung zu ihr. Dasselbe konnte ich allerdings von Jack nicht behaupten. Flirtete der gerade etwa mit ihr? Was für ein Teufelskerl, dieser Junge! Das Mädchen am Empfang schien Jacks Interesse jedoch nicht zu erwidern. Oder vielleicht tat sie es doch, aber sie zeigte es nicht.
Wahrscheinlich durfte sie das als Hotelangestellte auch gar nicht. Habt ihr viele Gäste? Fragte Jack. Kann man so sagen, antwortete das Mädchen. Wie viele Zimmer habt ihr denn? Fragte Jack weiter. Wir haben 6 Stockwerke und jedes Stockwerk hat 20 Zimmer. Jack und ich schauten uns etwas ungläubig an. Das waren ja wirklich relativ viele Zimmer, die das Hotel hier hatte. Wenn man das Hotel von außen betrachtete und hier reinkam, dachte man nicht, dass es so riesig war. Jack und ich begannen jetzt mit dem Check-in. Wir zeigten unsere Personalausweise vor und das Mädchen am Empfang fing alles an zu bearbeiten. Die junge Dame sprach dabei nicht mehr als nötig, doch Jack hatte scheinbar wirklich ein Auge auf sie geworfen. »Wie lange arbeitest du schon hier?« fragte er. »Noch nicht sehr lange.« »Ah, okay.« Jack musterte das Mädchen am Empfang. Jack gehörte zu der Sorte von Mensch, die einfach weiterredete. »Wie sind so die Leute hier im Hotel? Hier sind vor allem Deutsche, oder?« Jack lächelte. Dass das Mädchen am Empfang diesmal eine etwas längere Antwort gegeben hatte, schien ihn stark zu erfreuen. »Ja klar, ich verstehe schon«, sagte er. »Blöde Frage. Die Leute hier kommen sicher bloß zum Schlafen und gehen morgens früh wieder raus.« Mit starrem Blick schüttelte das Mädchen am Empfang den Kopf. Erst jetzt fiel mir auf, dass sie gar kein Namensschild trug. Das war schon ziemlich seltsam. »Unsere Gäste gehen nicht raus, sie bleiben hier auf ihren Zimmern.« Jack und ich schauten uns an. Dann mussten wir beide laut anfangen zu lachen. Dass das Mädchen Witze machen konnte, war das Letzte, was wir ihr zugetraut hatten. »Mann, der war gut!« »Mann, was für ein Schleimbolzen«, dachte ich mir. »Ich hätte dir gerade fast geglaubt, so ernst, wie du das rübergebracht hast.« Der Blick des Mädchens blieb weiterhin unverändert. »Das war kein Scherz«, sagte sie. »Unsere Gäste bleiben wirklich auf ihren Zimmern.« Jetzt fanden Jack und ich das Ganze nicht mehr so lustig. Im Gegenteil, es war eher unheimlich. »Hier ist euer Schlüssel. Eure Zimmernummer ist die 502. Ihr seid in der 5. Etage.« Das Mädchen drückte Jack 2 Schlüssel in die Hand. Völlig perplex nahm er diese entgegen. »Schönen Aufenthalt hier.« »Okay, danke.« Jack zögerte. Er wusste nicht, ob wir jetzt einfach gehen sollten. Irgendetwas wollte er noch sagen, aber ich hatte wirklich keine Lust mehr. Ich packte Jack daher am Arm. »Komm, wir gehen jetzt.« »Oh, okay, alles klar. Schönen Abend dir noch.« Das Mädchen am Empfang nickte uns kurz zu. Wieder nicht den Hauch einer Emotion in ihrem Gesicht. Jack und ich gingen den Gang entlang zum Aufzug. Zum Glück stand dieser unten direkt für uns bereit und wir mussten nicht warten. Im Aufzug drin drückte ich auf den Knopf für die 5. Etage. Die Aufzugtür schloss sich. Jetzt konnten Jack und ich frei ablästern. »Was war das denn für eine?« erboste ich mich. »Wie kann man denn so seine Gäste empfangen? Als Malise hier war, war die ganz sicher noch nicht hier. Sonst hätte die uns das Hotel sicherlich nicht empfohlen. Ganz ehrlich, das Mädchen kann froh sein, dass wir gerade nicht sofort das Weite gesucht haben.« In voller Erwartungshaltung, dass Jack mit einstimmen würde, konnte ich es nicht fassen. Er machte genau das Gegenteil. »Also, ich fand sie echt süß«, schwärmte er. Mir fiel die Kinnlade runter. Der Kerl wirkte gerade so, als wäre er in einer anderen Welt, als hätte das Mädchen ihm gerade ihren Liebestrank eingeflößt. »Ja, das habe ich gemerkt«, entgegnete ich leicht angesäuert. »Aber du hast doch gesehen, wie komisch, unhöflich und unsympathisch sie war.« Aber Jacks dämlich aussehendes, verliebtes Grinsen auf dem Gesicht schien dort festzukleben. »Sie war der Hammer, meine Traumfrau!« Das konnte doch nicht sein Ernst sein. Seine Reaktion machte mich richtig sauer. Ich machte mich bereit, Jack eine ordentliche Standpauke zu halten. Doch dann blieb der Aufzug auf Etage 3 stehen. Ich verdrehte die Augen. Ich war genervt von der Anreise, von Jack und diesem komischen Mädchen. Ich wollte jetzt einfach nur meine Ruhe und hatte gar keine Lust auf Gesellschaft in einem engen Aufzug. Die Tür des Aufzuges ging also auf und eine Frau trat ein. Zuerst schenkte ich der Frau gar keine Beachtung, aber als ich dann schließlich doch hinschaute, erkannte ich sie. »Kerstin!« rief ich. Mein Herz machte einen riesigen Satz. Meine Wut und meine Gereiztheit verflogen von einem Moment auf den anderen. Kerstin jetzt zu sehen war wie ein Geschenk Gottes. Die Frau, die mir wieder mein Leben geschenkt hatte. Aber was machte sie hier?
Warum hatten Sie und Malise gar nicht gesagt, dass Sie auch zu dieser Zeit hier sein würden? Auch Jacks Freude, Kerstin zu sehen, war riesengroß. Er rief ihren Namen genauso überrascht und gleichzeitig hocherfreut wie ich. Kerstin sah mich und Jack an. »Machst du auch Urlaub hier?«, fragte ich. »Warum habt ihr denn nichts gesagt?« Kerstin antwortete nicht direkt. Sie schaute mich und Jack einfach nur an. Irgendetwas war anders, das konnte ich sofort sagen. Kerstins Blick, der sonst so sehr voller Energie, Lebensfreude, Hilfsbereitschaft, Empathie und Wärme war, er war jetzt kalt, emotionslos und leer. »Bitte lasst mich in Ruhe«, entgegnete sie. Daraufhin drehte uns Kerstin den Rücken zu. »Kerstin, ist alles okay bei dir?«, fragte ich. »Ich hab doch gesagt, dass ich bitte in Ruhe gelassen werden möchte«, rief Kerstin eindringlich uns den Rücken zugewandt. Jack und ich sahen uns unsicher an. Was war denn hier los? Waren wir im falschen Film heute? Erst war das Mädchen am Empfang so seltsam und jetzt begegneten wir zufällig Kerstin, die lebensfrohste Frau, die ich kannte. Und sie war genauso komisch drauf. Ich fühlte mich gerade so, als würde ich träumen. Jack, Kerstin und ich verließen den Aufzug, als dieser bei Etage 5 hielt. Also war Kerstins Zimmer direkt auf unserer Etage. Aber nicht nur das. Kerstins Zimmer war direkt neben uns, die 503. Ich fragte mich, was Kerstin dann wohl gerade eben auf Etage 3 gemacht hatte. »Also dann«, sagte ich unsicher, »wir sehen uns dann ja.« Kerstin ignorierte meine Worte komplett und sie betrat ihr Zimmer. Jack und ich taten erstmal das Gleiche. Wir betraten Zimmer 502. An dem Zimmer selbst konnte man wirklich nichts aussetzen. Für diesen günstigen Preis, den wir zahlten, war das hier ein ziemlich gutes Zimmer. Es war groß, genauso wie das Doppelbett für mich und Jack. Das Badezimmer und vor allem die Dusche waren super. Es gab auch ein paar Snacks zum Empfang. Jack und ich setzten unsere schweren Rucksäcke ab und pflanzten uns erst einmal erschöpft und ermüdet aufs Bett, um uns etwas zu erholen. Vor allem musste ich erstmal verdauen, was gerade passiert war. Jack und ich gönnten uns gleich die gesalzenen Erdnüsse, die bei den Snacks für uns bereitstanden. »Alter«, sagte ich, »was war das gerade?« Jack antwortete nicht, er starrte einfach nur auf die Wand. So sehr ich Jack auch liebte und schätzte als Freund, manchmal war er schon etwas merkwürdig. »Ich rufe mal Malise an«, meinte ich dann. »Ich frag mal, was mit ihrer Mutter los ist.« Ich nahm also mein Handy aus der Tasche und rief Malise an. »Hallo, Leo?« »Na, ein Glück, sie ging ran.« Die ganze Sache mit Kerstin gerade beschäftigte mich einfach viel zu sehr, dass ich jetzt nicht noch weiter warten konnte, um endlich eine Antwort auf meine Fragen zu erhalten. »Hey, Malise, wir sind gerade im Hotel angekommen«, sagte ich. »Sehr schön«, antwortete Malise. »Und wie gefällt es euch?« »Naja, wir haben gerade eben deine Mutter getroffen. Warum hast du uns nicht gesagt, dass sie auch hier ist? Sie war total merkwürdig. Ganz anders, sie meinte, dass wir sie in Ruhe lassen sollen.« »Nicht nur meine Mutter ist hier«, erwiderte Malise, »sondern auch ich. Wir sind beide hier im Hotel.« »Was?« »Das wurde ja immer besser.« »Warum hast du uns das nicht gesagt?« »Ach, das macht dir nicht so viel aus, wenn man in diesem Hotel ist.« Was war das denn für eine Aussage? Ich wollte fragen, wie genau Malise das meinte, aber auch sie klang jetzt irgendwie komisch. Die Art und Weise, wie sie sprach, hatte sich verändert. Ich musste jetzt nach Kerstin fragen, was war da bitte los? »Malise, was ist mit deiner Mutter los? Sie war ganz anders, ich mach mir Sorgen.« »Ach, um sie brauchst du dich nicht zu sorgen, nimm das bitte nicht persönlich, das hat nichts mit dir zu tun.« Langsam wurde es mir unheimlich hier. Ich hatte gar kein gutes Gefühl. Auch dass Malise so komisch auf meine Fragen reagierte und diese gar nicht richtig beantwortete, machte mir Sorgen. »Malise, sag mal, geht es dir gut?«, fragte ich. »Mir geht es spitze«, antwortete Malise. »Ich hänge gerade im Hotelzimmer ab und genieße einfach nur mein Leben.« »Wo bist du gerade, Malise?«, rief ich alarmiert. »Wir kommen vorbei. Ich bin in Etage 3.« »Zimmer 306, aber ihr müsst wirklich nicht kommen. Ich weiß ja nicht mal, ob ihr dazu überhaupt in der Lage sein werdet.« Darum war Kerstin also von der dritten Etage gekommen. Sie hatte ihre Tochter besucht. Die beiden kannten die Hotelbesitzer. Vermutlich durften sie umsonst hier übernachten.
Sie durften sogar beide ihr eigenes Zimmer haben. Moment, aber was hatte Malise da gerade mit ihrem letzten Satz gemeint? Ich leg mich jetzt mal hin, Leo. War schön, mit dir zu quatschen. Wir sehen uns wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht ja auch doch. Manchmal begegnet man sich hier, aber nicht oft. Hier sieht man sich nicht oft. Also dann. Malise klang gerade, als wäre sie nicht ganz bei Sinn. Hier stimmte irgendetwas nicht. Warte, rief ich. Aber Malise hatte aufgelegt. Ich drehte mich zu Jack. Irgendetwas stimmt hier nicht, sagte ich. Malise war ganz komisch. Aber Jack schien mich gar nicht zu hören. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er die Wand vor uns an. In seinem Gesicht war ein breites Grinsen. Die Muster an der Wand sehen echt lustig aus. Jack, sagte ich vorsichtig, aber eindringlich. Jack, hörst du mich gerade? Aber Jack reagierte überhaupt nicht. Stattdessen gab er weiter zum Ausdruck, wie toll er diese Muster an der Wand fand. Unter normalen Umständen hätte ich natürlich angenommen, dass Jack mich gerade auf den Arm nahm. Aber bisher war alles hier so merkwürdig gewesen. Mein Bauchgefühl war überhaupt nicht gut und es sagte mir, dass Jack das hier nicht vorspielte. Plötzlich stand Jack auf und er ging zur Wand. Mit der Faust klopfte er hart dagegen. Ist das nicht eine tolle Wand? Ja, das ist eine wunderschöne Wand, hörte ich eine Stimme als Antwort schreien. Die Stimme kam aus dem Zimmer neben uns. Nicht aus der 503, wo Kerstin untergekommen war, sondern aus der 501. Es war eine Männerstimme und sie klang genauso irre wie Jacks in diesem Moment. Die Muster auf der Wand sind so schön, brüllte Jack jetzt noch lauter. Ja, die Muster auf der Wand sind wirklich schön, wiederholte unser Nachbar. Die Muster an der Wand sind so schön, schrie nun eine ganz andere Stimme aus irgendeinem Zimmer auf unserer Etage. Die Muster an der Wand sind schön, wieder jemand Neues, der herumbrüllte. Die Muster an der Wand sind so schön, die Muster an der Wand sind so schön, die Muster an der Wand sind so schön. Noch mehr Stimmen ertönten und bald hörte ich gefühlt die gesamte Etage brüllen. Dabei lachten und kicherten die Männer und Frauen, die schrien. Es war, als wäre ich in einem Albtraum gefangen und Jack rastete komplett aus. Er sprang herum, schrie immer wieder diesen einen Satz und er machte Tiergeräusche. Mit aller Macht versuchte ich, Jack irgendwie zu beruhigen und auf ihn einzureden, aber ich hatte keine Chance. Ich konnte nicht zu ihm durchdringen. Was ging hier nur ab? Was verdammt nochmal ging hier vor sich? Ich erinnerte mich daran, was das Mädchen am Empfang zu uns gesagt hatte. Die Gäste hier bleiben in ihren Zimmern. Anscheinend war dieser Satz tatsächlich kein Scherz, sondern ihr voller Ernst gewesen. Plötzlich verschwamm meine Sicht etwas. Vor mir drehte sich alles, vor allem die Muster an der Wand. Sie nahmen ulkige Formen an, die ich nicht beschreiben konnte. Für einen kurzen Augenblick wurde mein Körper von einem riesigen Impuls durchströmt. Er wollte ebenfalls so laut herumschreien wie Jack und die anderen Gäste. Ich wollte auch herumspringen und Tiergeräusche machen. Aber dieser Impuls verschwand genauso schnell wieder, wie er gekommen war. Ich berappelte mich wieder. Und während Jack weiterhin seinen Zirkus veranstaltete, versuchte ich mich zu beruhigen, indem ich ein paar Mal tief durchatmete. Okay, dachte ich mir, ich muss raus hier und Hilfe holen. Leider hatte ich mit meinem Handy keinen Empfang hier. Ich hatte auch ganz vergessen, nach dem WLAN-Passwort zu fragen. Ich konnte also nicht einfach die Polizei rufen, sondern ich musste raus hier. Ich eilte also aus dem Hotelzimmer, nahm noch den Schlüssel mit und dann klopfte ich ein paar Mal an Zimmer 503. An dem Raum von Kerstin. Im Gang konnte ich das Lachen und das Herumgeschrei der Hotelgäste noch viel besser vernehmen. Kerstin! Rief ich. Kerstin, bitte mach auf! Die Tür öffnete sich. Kerstin stand vor mir. Sie sah mich genauso ausdruckslos und emotionslos an wie gerade eben. Was ist hier bitte los? Fragte ich verzweifelt. Die ganze Etage spielt verrückt, Jack ist auch so drauf, wie kann das bitte sein? Ich hab dir doch gesagt, dass ich in Ruhe gelassen werden möchte, antwortete Kerstin. Jetzt wurde ich wütend. Nein, ich werde dich nicht in Ruhe lassen, brüllte ich. Ich will wissen, was hier los ist. Was ist mit dir los? Mit Jack, mit Malise, mit den anderen? Was passiert hier gerade? Ich sah Kerstin direkt ins Gesicht. Kein Ausdruck, absolut nichts. Ich bekam wirklich Angst.
Bist du überhaupt Kerstin? Hörte ich mich plötzlich fragen. Kommt ganz darauf an, wie du es siehst, antwortete Kerstin. Mir wurde richtig kalt. Doch bevor ich etwas erwidern konnte, verzog Kerstin plötzlich ihr Gesicht. Sie riss ihre Augen weit auf, ihr Mund formte ein breites Lachen. Doch es sah unecht aus. Das war kein echtes Lachen, keine echte Freude. So sah Kerstin einfach nur irre aus. Und dann fing Kerstin plötzlich laut an zu lachen. Sie lachte irre. Doch was ihr Lachen so irre machte, war, dass es genauso unecht war. Es war gekünstelt, abgehakt, es hatte keine Tiefe, keine Persönlichkeit. Kerstin war genauso irre wie alle anderen hier auf der Etage. Ich schrie laut auf, als ich Kerstin so lachen sah, mit ihren starren, weit aufgerissenen Augen. Ich schrie wie ein kleiner, verängstigter Junge und rannte davon. Ich rannte zur Treppe, ich lief sie hinunter. Den Fahrstuhl zu nehmen traute ich mich nicht. Ich musste hier raus, und zwar so schnell wie möglich. Ich lief an Etage 4 vorbei, dort hörte ich die Menschen ebenfalls lachen und durcheinander rufen. Dann kam Etage 3. Malise. Ich musste nach ihr sehen. Vielleicht war sie in Gefahr, wahrscheinlich war sie in Gefahr. Wenn es bei ihr genauso war wie mit Jack, dann... Auf der dritten Etage war es genauso wie auf den beiden oberen. Die Menschen schrien und lachten laut und wahnsinnig in ihren Zimmern. Es war das reinste Durcheinander. Ich musste zu Zimmer 306. Ich hämmerte bei Malise gegen die Tür. »Malise!« brüllte ich. »Malise, mach die Tür auf!« Keine Antwort. »Malise!« donnerte ich. »Malise!« Ich musste handeln, und zwar sofort. Was, wenn ihr etwas zugestoßen war? Ich machte mich bereit. Ich ging ein paar Schritte zurück, holte Anlauf und trat die Tür ein. Sofort rannte ich in Zimmer 306. Im Bett und im Hauptzimmer war niemand, aber ich sah, das Licht im Badezimmer brannte. »Hey Malise, bist du da?« rief ich. Die Tür stand offen, ich betrat das Badezimmer und da stand sie vor mir. Sie sah mich gar nicht so überrascht an, eher irritiert. Als hätte ich nicht gerade eben wie ein Irrer an ihre Zimmertür gehämmert und diese dann mit einem Kung-Fu-Kick eingetreten. »Huch, Leo, wie kommst du denn hier rein?« fragte mich Malise verwundert. Sie stand direkt vor dem Spiegel. Ich starrte das Mädchen, das da vor mir stand, an. Das war Malise, aber irgendwie auch nicht. Was da gerade vor mir stand, war irgendein humanoides Etwas. Kein richtiger Mensch und doch irgendwie menschlich. Malise trug keine Klamotten, sie war aber auch nicht wirklich nackt, weil sie gar nicht nackt sein konnte. Sie hatte keine Haut. Sie hatte auch keinerlei Geschlechtsmerkmale. Malise glänzte völlig weiß. War das etwa ein Roboter da vor mir? Das Merkwürdigste war jedoch Malises Gesicht. Ich konnte sie immer noch als Malise erkennen, doch sie sah so anders aus, nicht menschlich eben. »Malise«, flüsterte ich, und ich hatte gerade wirklich das Gefühl, dass ich kurz davor war, den Verstand zu verlieren. »Was ist hier los?« Es dauerte etwas, aber dann sah ich, dass Malise verstand. »Oh, du bist ja normal«, sagte sie. »Noch nicht wie die anderen?« »Das Hotel«, fragte ich, »macht das Hotel etwa...« »Es lässt die Menschen den Verstand verlieren«, antwortete Malise. »Aber macht dir keine Sorgen, wir helfen euch nur, ihr seid verlorene Seelen. Bevor ihr euch selbst in eurem eigenen Leid ertränkt, erlösen wir euch hier.« Malise sah mich mit einem Blick an, der mir nun mehr Angst machte als alles andere. Wieder verschwamm meine Sicht. Ich spürte etwas in mir hochkommen, das ich nicht zulassen wollte. Verrücktheit, Kontrollverlust. Ich konnte noch gerade so dagegen ankämpfen, aber ich spürte, dass es diesmal noch stärker war als gerade eben. »Bitte«, flehte ich, »bitte, Malise, warum tust du uns das an?« »Das musst du ja eigentlich nicht mich fragen, sondern die echte Malise.« »Was meinst du damit?« »Wir sind humanoide Kreaturen, die dieses Hotel führen. Wir wurden damals erschaffen von Kerstin, deiner Psychologin. Kerstin schickt all die hierher, die sie als hoffnungslos einstuft. Wir sind bloß ihre Kreation, die ihren Willen befolgen.« Ich verstand überhaupt nichts mehr. Wieso war ich denn ein hoffnungsloser Fall? »Ich hab doch unglaubliche Fortschritte gemacht«, rief ich. »Mir ging es wieder gut, genauso wie Jack, wir...« Aber Malise, oder besser gesagt dieses Ding, das wie Malise aussah, schüttelte den Kopf. »Ich möchte dir eine Frage stellen«, sagte sie.
Kannst du dich noch an den Grund erinnern? Den Grund, warum du überhaupt in Therapie gegangen bist? Der Grund? Stotterte ich. Der Grund, das war der, dass... Mir fiel es nicht ein. Der Tod deiner Zwillingsschwester war der Grund. Jack war mit ihr zusammen, daher kennt ihr euch. Ein absurdes Lachen kam aus mir heraus. Meine Schwester? Ich hab keine Schwester. Und wenn ich eine hätte, dann würde Jack ganz sicher nicht mit ihr zusammen sein. Wenn der Kerl sich an meine Schwester ranmachen würde, dann... Auf einmal hörte ich auf zu reden. Erinnerungsfetzen manifestierten sich bildlich vor meinem geistigen Auge. Ich hieb mir den Kopf. Meine Schwester. Meine Schwester. Durch ihre Arbeit hat Kerstin Janine temporär aus deinem und Jacks Geist ausgelöscht, erklärte Malise. Ihr habt es nicht geschafft, über ihren Tod hinwegzukommen. Also hat Kerstin eure Geschichte vorübergehend umgeschrieben. Das ist gerade einmal 2 Wochen her. Es ging euch schrecklich. Die Geschichte eurer Heilung ist nur erfunden. Kerstin hat sie für euch erfunden, damit sie euch hierher schicken kann, damit ihr endlich Frieden finden könnt. Hier werdet ihr alles vergessen. Jetzt erinnerte ich mich wieder an alles. Ja, ich hatte eine Schwester, eine Zwillingsschwester, und sie wurde ermordet. Wie konnte ich das nur vergessen? Was hatte Kerstin mit ihr gemacht? Was hatte sie mit mir und Jack gemacht und was würde sie jetzt hier mit uns machen? Sind die Menschen hier in den Zimmern alles Patienten? Schrie ich. Alles ehemalige Patienten von Kerstin? Malise nickte. Alles verlorene Seelen, die nun endlich ihre Heimat gefunden haben. Und genau hier bei diesen Verrückten wollten sie mich und Jack festhalten. Sie wollten mich und Jack zu einem von ihnen machen. Und bei Jack hatten sie das bereits geschafft. Aber nicht mit mir. Noch hatte ich mich unter Kontrolle. Auch wenn ich merkte, dass diese mir langsam entglitt. Aber ich konnte es noch schaffen. Ich musste es nur nach draußen schaffen. Und ohne einen weiteren Gedanken zu verschwenden, rannte ich aus dem Zimmer hinaus. Ich hatte verstanden, dass ich die Flucht ergreifen musste, also ergriff ich die Flucht. Ich rannte das Treppenhaus hinunter, Etage 2. Ich hörte das Lachen und das Geschrei der Gäste. Meine Sicht wurde immer unklarer und verschwommener. Ich hatte das starke Verlangen, selbst lautlos zu lachen. Etage 1. Ich hörte das Lachen und das Geschrei der Gäste. Meine Sicht wurde noch verschwommener. Ich lachte mit, aber noch hatte ich die Kontrolle. Ich konnte entkommen. Erdgeschoss. Ich sprintete an der Rezeption vorbei zur Tür. Aber sie war verschlossen. Alles war abgeriegelt. Ich hämmerte mit voller Kraft gegen die Tür. Hilfe! Doch diese Worte kamen nicht über meine Lippen. Stattdessen fing ich laut an zu lachen. Ich warf mich zu Boden und krümmte mich vor Lachen, während ich den letzten Rest meiner Normalität verlor. Ich sah eine Person näher kommen. Als sie mich erreicht hatte, sah sie mich von oben herab an. Schhh, machte sie. Alles wird gut. Es war das Mädchen vom Empfang. Janine, flüsterte ich und eine Träne kullerte mir über die Wangen. Ich bin nur eine Nachbildung, antwortete das Mädchen von der Rezeption. Aber das ist völlig egal. Ich bin nur für dich erschaffen worden, Leo. Ich bin jetzt hier und du musst nie wieder ohne mich sein. Auf einmal wurde mir ganz warm ums Herz. Es fühlte sich in diesem Moment so an, als ob ich im Himmel angekommen wäre. Ich hatte alles, was ich mir wünschte. Tut mir leid, dass ich dich eben nicht erkannt habe, flüsterte ich, während ich weiter weinte. Kein Problem, antwortete Janine mit warmer Stimme. Du musstest viel durchmachen, aber jetzt bin ich für dich da. Für immer. Das war's leider schon, aber nach der Story ist vor der Story. Stundenlang weitere Hörbücher gibt es auf Spotify, Apple Music und Amazon Music. Du supportest uns extrem, wenn du uns dort streamst. Erster Link in der Beschreibung. Gute Nacht.